Ja, ich dachte mir aus Spaß, dass ich direkt noch eine Folge aufnehme. Werde aber jetzt trotzdem erstmal ins Pokémon Center gehen. Danke. Also ich brauche jetzt die Zeitflöte. Die man irgendwo bekommt. Du hast gefunden. Ah, Cosma, schön, dass ihr hier seid. Endlich habe ich die Steintafel gefunden. Das ist die Steintafel, die in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wieso habt ihr die dann immer noch? Danke. Auf der Steintafel sind Worte eingeritzt. Im heiligen Sanktuarium Famamari Tae. Und Serendis macht der Zeitreise. Diese Macht kann die letzte Tür eines verschlossenen Herzens öffnen. Offensichtlich hat dieses Sanktuarium irgendeine Funktion in Bezug auf die Krypto-Pokémon, das sollte der Beste selbst einmal überprüfen. Auf dem PDA ist eine Mail angekommen. Achso, das ist bestimmt eine Mail von Grant. Ja, soll ich die jetzt öffnen? Oh Mann. Mails. Notruf. Eine Katastrophe, man hört eine Gruppe übler Stegall den Duellberg überrannt. Bitte komm sofort zur Hilfe. Vermutlich gehören die zur selben Organisation an, der auch die Queen angehört. Was? Nicht möglich, jetzt sind die Kerle auf dem Duellberg, das ist ja eine Katastrophe. Wir haben keine Zeit, los, na komm, wir müssen sofort dahin. Großvater, wo ist der Duellberg überhaupt? Der liegt nordöstlich von hier. Wenn ihr das Dorf verlasst, könnt ihr es schon von weitem sehen. Ist das nicht dieses Teil, wo man direkt als zweites hingeht? Als drittes? Da war das was anderes. Das war doch das hier eine Baustelle. Achso. Ach, dort. Wieso rennt die mir hinterher? Eine Katastrophe, es ist ganz schön ein Puh-Schnauf. Der Duellberg wird von fragwürdigen Individuen angegriffen. Puh-Schnauf, Gott. Von fragwürdigen Individuen also. Ihr wollt auf dem Duellberg kämpfen? Vergesst das, das ist im Moment leider ausgeschlossen. Ein Haufen komischer Typen hat mit komischen Pokémon den komischen Duellberg komisch besetzt. Ja. Interessiert leider niemanden. So, was geht mit dir? Offensichtlich haben sie es auf den komischen Arena-Leiter Guardio abgesehen. Aber warum nur? Ich würde ihm hier gerne helfen, aber im komischen Training komme ich gerade mal bis zum 8. Trainer. Den komischen Gens. Ja, und bin ich nicht wirklich gewachsen. Also, da kamen diese Leute und griffen plötzlich alle Trainer an. Naja. Was ist hier eigentlich los? Das ist doch ein ordentliches Übungsgebiet für ordentliche Trainer, oder etwa nicht? Ja. Nein. Lieber erstmal speichern. Ja. Ja. B, B. Hä? Achso. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum man in der Aufnahme nicht gesehen hat, dass ich da gespeichert habe. Aber da war ein anderes Fenster drüber. Was auch immer passiert, ich werde meine Pflicht tun. Viel Spaß dabei. Und was ist, wenn ich dich dazu zwinge, deine Pflicht nicht zu tun? Man wird es nie erfahren. Das geht nicht, hier wimmelt es von Verbrechern, es ist viel zu gefährlich. Was? Ist so Kran fragen? Spricht man ihn überhaupt so aus? Achso, ist ja die Leute, die uns retten sollen. Okay. Ich habe nämlich die Nachricht an Kran geschickt. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Aber pass auf, diese Pokémon dieser Typen sind ungewöhnlich stark. Hat besseres zu tun. Ah nein. Und man kann wirklich wieder rausgehen. Seht ihr die Top 4?
Peter, das ist doch wohl ein Missverständnis. Training gibt es hier zurzeit nicht. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, nur zu, kämpfe. Ich will nicht kämpfen. Okay. Na komm. Ach, ich mache einfach die alte Taktik. So, Knackeln habe ich schon mal besiegt. Für Sandern weißt du denn nicht? Vielleicht Geheimpower? Probier's mal so. Ich will mal wissen, was Geheimpower hier bringt. Deckel? Gar nichts. Okay. Du brauchst nur wirklich kein Training. Ich will auch nicht trainieren, ich will... Oh, jetzt wird Drakim bestimmt auch mich verhauen. Viel Spaß. Ach Mist, man kommt auch nicht vorbei. Was? Babu, diese Nita hat ja gegen dich verloren? Naja, auf den konnte man sich noch nie verlassen. Aber man kann es ja auch so sehen, dafür habe ich jetzt meinen Spaß mit dir. Na los, komm schon. Aha. Quiekel und Pupanze. Gleiche Taktik. Lavita sieht hier richtig komisch aus. Nachtara braucht mal eine bessere Attacke. Ich mache jetzt den Test. Das macht keinen Unterschied. Oh Mann. Ich mach mal Rückkehr. Oh. Besser als ich gedacht hatte. Oder habe. Ich hab's ja gedacht. Och man, hör auf zu nerven. So, darf ich jetzt gehen? Oh, das hat wehgetan. Jetzt werde ich bestimmt auch bestraft. Ja, wirst du. Was denn, was denn? Babu und Dan, beide besiegt. Was für Jammerlappen. Ich wirst du nicht vielleicht schlagen können. Ja, ja. Kassis. Wieso nennt man sich nach schwarzen Johannisbeeren? Okay, ist einer besiegt. Ich dachte, die haben komische Pokémon. Was ist daran komisch? Oh Mann, hat der ernsthaft seinen Teampartner getötet? Oh Mann, muss ich jetzt ernsthaft zum Heilen zurücklaufen? Er hat mich ganz leicht geschlagen, das stimmt. Für heute ziehe ich mich ganz bescheiden zurück. Ich mich auch. Pah, die drei Nieten, die hinter euch liegen, waren doch nur Appetithäppchen. Der echte Kampf geht erst jetzt los. Auf einmal so hohe Level. Warum so hohe Level? Warum setze ich Konfusion ein? Wir werden es nie erfahren. Winduster? Das ist doch mal was Neues. Thank you.
wenn man denkt, dass man ein gutes Pokémon hätte. Und dann merkt, dass man sofort besiegt wird. Ja! Das macht einfach richtig viel Schaden. Okay, eher weniger. Ja, Pupanzer ist Psycho. Hätte ja sein können, dass nur die Pumentas Typ Psycho ist, aber nein. Das ist nicht so. Huch. Der erste Kampf geht erst los, genau. Was? Ja, wie habt ihr es nur bisher geschafft? Respekt. Aber passt auf, ich lasse euch meine Beute nicht so einfach entwischen. Bisher war kein einziges Pokémon Krypto. Wie haben die das dann hier durchgeschafft? Sind das überhaupt diese komischen Typen oder sind das ganz andere Leute? Ah ja. Er hat irgendeine Attacke nicht getroffen oder wie? Ach nein, ist ein neues Pokémon reingekommen. Auf neue Pokémon reinzuschicken, das nervt. Damit zerstörst du eher deinen Teampartner. Oh nein, macht er nicht. Das sieht so doof aus. Man muss auch sehen, dass das Spiel eigentlich 4 zu 3 ist. Das war gut. Oh Mann. Endlich. Okay, das war nicht das Finale. Hallo und willkommen. Achtung, es geht los. Bis in Psystrahl. So, das reicht schon. Nice. Nochmal das und dafür was so. Es reicht nicht, okay. Okay, wenn ich bis zu sehr es jetzt schaffe, war die Attacke vollkommen sinnlos. Oh, ich schaffe es auch. Das ist ein gutes Gefühl. Zu wissen, dass die Attacke vollkommen sinnlos war. Also für mich. Die hält davon eher Künstlerpech. Oh Mann, wie weit geht das noch? Ich mache noch den Typen, dann beende ich die Folge. Jäger Naid. Oder Naid. Klingt beides gleich dumm. Genau. Wie das Teil rumzappelt. Oh Mann. Dein Schaufler? Das gibt es nicht. Es gibt nur eine Lösung. Und zwar Loblatt. Bis Santama und. Ich mache einfach Kryptoschlag. Das ist eine gute Attacke. Oder auch nicht.
Weiß nicht, was sich jetzt noch machen lässt. Bis. Ach, hier ist der Rasierplatz. Was mache ich denn? Ich hab's einfach übersehen. Ist vorbei? Ja. Ich hab verloren. Das ist vielleicht das Ende meiner Karriere. Ja, das war's mit der Folge und tschüss.